Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Plauderflöckchen. Ja, ich habe euch ein bisschen was mitzuteilen und deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe mal wieder so einen Plaudervlog. Heute ist bei mir Samstag. Ja, das wird es heute auch noch bei euch sein, da ich das Video... Da ich vorhabe, das Video für heute noch hochzuladen, aber egal. Gaia ist gerade losgelaufen Richtung Ambrosio, um für uns mal wieder Trinkwasser zu holen. Vor 2 Tagen war ich alleine das erste Mal. Und ich gehe ja immer die Abkürzung, die Treppen hoch, was zwar sehr anstrengend ist, aber eben deutlich kürzer. Und als ich dann oben angelangt war, bin ich noch ein paar Schritte weitergelaufen und dann kam ein kleines Auto. Und da habe ich so gedacht, aus Spaß an der Freude, halte ich mal den Daumen raus. Ja, da saß eine einheimische Dame drin. Und sie hat tatsächlich angehalten, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Weil wenn man hier trennt, dann halten hauptsächlich Touristen an, selten Gumeros. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte zwar ja noch nichts zu schleppen, aber es war trotzdem schön, da es ja doch ein ganz schönes Stück ist, da hochzulaufen. Juh, und beim Rückweg kam dann allerdings kein Auto mehr. Deswegen konnte ich dann auch nicht mehr trampen, aber war dann okay. Ich habe einfach ganz langsam gemacht, habe mir viel Zeit gelassen, zwischendurch Pausen gemacht, noch Verschiedenes angeschaut. Da ist es so schön auch da oben. Ja, das war richtig schön, der Gang. Und das Lustige war, diese Frau wohnt auch da oben. Und sie wohnt ganz links. Das ist ein rundes Haus. Also zumindest ja so eine Art Terrasse, die ganz rund ist und groß. Und als ich dann loslief, hat sie so spanische Volksmusik angemacht. So laut, die hat man echt fast bis hier runter in die Stadt gehört. Ja, als wenn sie es extra für mich gemacht hat, damit ich schön mit musikalischem Hintergrund fröhlich zurückwandern kann. Ja, da konnte ich dann auch nicht stillstehen. Zwischendurch habe ich angehalten, habe dann so ein bisschen getanzt. Das war richtig nice. Ja, das mal dazu. Ja, und ich hatte ursprünglich vor, diese Woche Freitag, das heißt gestern, jetzt endlich mal nach Playa Santiago rüber zu fahren. Nun hat aber Gaia, wann war denn das? Mitte der Woche, ich glaube am Mittwoch. Also er hatte diese Woche, konnte er auch zweimal in Valle Gran Rey arbeiten. Und beim zweiten Mal auf dem Rückweg mit dem Bus hat er dann eine Frau kennengelernt, eine Deutsche, die hier auch wohnt in Vallehermoso, aber weiter unten. Und ist mit ihr ins Gespräch gekommen und dann hat sie ihm gesagt, ja, dass sie auch noch jemanden gebrauchen könnte, der ihr hilft. Und wenn er möchte, dann kann er gerne am Samstag, also... Warte mal. Nee, wir haben heute gar nicht Samstag, wir haben Sonntag. Upsala, ja, ich habe mich vertan, eben. Ja, hat sie ihm gesagt, dass er am Samstag vorbeikommen kann und ihr ja, ein bisschen was helfen kann und halt dafür dann auch ein bisschen Geld bekommt. Ja, dann hat er gesagt, ja, macht er sehr gerne. Und als die beiden dann angekommen waren, ich hatte auf ihn gewartet im Ort. Ich war gerade hier unten im Ort. Ich hatte eingekauft und Videos hochgeladen. Und auch Videos gedreht, genau die 2 Videos, bei denen ich euch so ein bisschen was vom Barranco und so weiter da unten gezeigt hatte, ne? Mit den Hühnern und Ziegen. Ach, da war es so schön. Und eben danach habe ich noch eingekauft. Ich war auch tatsächlich noch in der kleinen Kirche zum ersten Mal. Ja, war ganz schön da drin. Und dann... ja, habe ich dann auf dem großen Platz gesessen, unten hier im Ort.
um die Videos hochzuladen und habe dann auch noch ein bisschen was gegessen. Ja, und dann eine Stunde später wäre Gaia eh gekommen. Dann habe ich mir gedacht, ich warte auf ihn, da ich mit dem Taxi zurückfahren wollte. Falls er mit möchte, dann können wir nämlich gemeinsam hochfahren. Ja, dann muss man das ja nur einmal bezahlen. Ja, und er hat sich auch sehr gefreut, als er ausgestiegen ist und mich gesehen hat. Und die Frau ist dann auch mit ausgestiegen, so habe ich sie auch noch kennengelernt. Und dann hatte sie mich mit eingeladen, also dass ich mitkommen kann, wenn ich möchte, zum Kaffee trinken, ein bisschen schwätzen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hatte ich vor, am Freitag nach Santiago zu fahren. Aber okay, ja, komm ich auch mit, ja. Nun war es aber so, dass ich am Samstag extrem müde war, also gestern, weil ich nur 3 oder 4 Stunden geschlafen hatte. Und ja, ich war so platt, weil ich an dem Tag davor eben in Ambrosio oben war, alleine, um Wasser zu holen. Und zurück bin ich ja gelaufen mit 10 Liter Wasser. Das war schon auch wieder heftig. Und habe hier dann auch noch einiges gemacht. Ja, deswegen war ich gestern einfach richtig platt. Und wollte zwar dann eigentlich auch noch in die Stadt, aber ich habe es dann gelassen. Das bringt es ja nicht, ne? Man muss es ja nicht unbedingt übers Knie brechen. Ja, und deswegen hat Gaia dann halt der Frau abgesagt. Warum habe ich denn das jetzt überhaupt erzählt? Ach so, ja, genau. Und ja, da ich halt eben ursprünglich vorhatte, mitzugehen, deswegen habe ich die Fahrt nach Santiago verschoben. Erst auf den Montag, also nächste Woche Montag. Aber am Montag ist hier in La Gomera ein Fest. Und dadurch fahren so gut wie keine Busse. Und ich kann nicht direkt nach, also von Vallehermoso nach Santiago fahren. Ich müsste dann erst nach San Sebastian und von da aus dann weiter nach Playa Santiago oder nach Valle Gran Rey und von Valle Gran Rey aus nach Playa Santiago. Ja, deswegen lasse ich das und habe es jetzt auf den Dienstag verschoben. Ja. So sieht's aus, ne? Ach ja, und Gaia und ich haben ja jetzt schon zweimal sozusagen miteinander ein bisschen was unternommen, was ich mir auch gewünscht hatte, da wir das nämlich letztes Jahr gar nicht gemacht hatten. Wir sind ja erst zusammen hier weiter hochgelaufen, das habe ich euch schon erzählt, und haben uns dort was Spezielles angeschaut. Das war sehr schön an dem Tag. Und Moment mal, ich muss mal eben was schauen. Ja, am Freitag war ich topfit und Gaia nicht so ganz fit. Aber dann ja, habe ich ihm gesagt, ich fände es toll, wenn wir vielleicht zusammen mal an den Stausee gehen würden. Also nach unten direkt so beim Wasser ein bisschen hin vielleicht. Und er wollte mir schon seit Tagen ganz spezielle Musik von einer Sängerin, die eine sehr hohe Stimme hat und die dabei auch Harfe spielt. Das wollte er mir gerne mal zeigen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wenn du Lust hast mitzukommen, das ist ja jetzt nicht weit, dann können wir das ja dort zusammen vielleicht anhören. Dann kannst du mir da das mal zeigen. Dann meint er, ach ja, genau, das machen wir. Ja, gesagt, getan, sind wir dann dahin. Und ich hatte beim Hinweg eine lange schwarze Legging an, meine warme Legging, weil am Freitag war es nicht so warm, zumindest am Anfang nicht. Und da sind die Gräser echt so hoch, oh, seht ihr jetzt gar nicht, also sehr hoch gewachsen. Und auch der Hahnenfuß. Der Hahnenfuß, der hat so, ja, ist jetzt hier gerade keiner in meiner Nähe, oder? Doch, hier ist einer. Momentchen. Das sind die Samen von dem Hahnenfuß, ja. Und wenn man da durchläuft, dann gehen die ab und die haben so kleine Widerhaken am Ende. Ja. Und die heften sich überall an dann, ne? Also ich sah aus, als wir ankamen, wie paniert, meine ganze Hose voll. Ja, das war nicht das erste Mal. Und Gaia hat mitgedacht, er hatte nur eine sehr kurze Hose an. Und auf nackten Beinen, da können die Widerhaken also sich nicht festkrallen sozusagen, nicht festhaften. Naja, dann
musste ich mich dann erstmal wieder entpanieren. Ja, und dann haben wir uns da einen sehr schönen Platz gesucht, aber nicht direkt am Wasser, weil da jetzt auch momentan gerade alles komplett zugewachsen ist, ganz anders als letztes Jahr. Da hatte ich nämlich mal dort ein Video gedreht für euch. Da sah es damals so aus, als wenn da eine Mondlandschaft wäre. Ich kam mir echt fast vor wie auf dem Mond. Sind wir halt ein bisschen weiter höher gegangen, haben da einen schönen Platz gefunden, haben dann die Musik zusammen angehört. Ja, die ist echt speziell. Also war richtig, war schön, ja. Und die Entchen beobachtet. Und hinter uns war so ein größerer Felsen. Dann hatte ich noch Lust, da ein bisschen rumzuklettern. Und ja, habe ihn dann angesteckt und sind wir zusammen da noch ein bisschen rumgeklettert und haben da sogar noch eine Höhle gefunden oder entdeckt. Ja, es war lustig. Jedenfalls auf dem Rückweg bin ich dann ohne diese Hose gelaufen. In der Ungerbutz. Ja, aber ich hatte ein langes Oberteil an, aber nur halt bis oben hoch, wo das Tor ist. Und dann habe ich sie wieder angezogen. Ja, da war ich dann auch so schlau. Jedenfalls war das schön. Ja, hat gut getan. So, was noch? Ach ja, genau. Und wir haben, während wir da unten waren, auch Selfies geschossen, beziehungsweise Gaia. Das wollte ich nämlich, hatte ich mir letztes Jahr schon gewünscht, als ich letztes Jahr hier mit Marco im Urlaub war. Und wir haben es immer wieder vergessen, ja. Ja, und diesmal habe ich dran gedacht. Ja, und dann hat Gaia ein paar schöne Fotos von uns geschossen. Die habe ich auch noch vor, im Facebook hochzuladen. Ne? Falls du zufällig in meiner Freundesliste im Facebook bist, dann kannst du die Fotos dann dort sehen. ja, und jetzt kommt das Wichtigste, oder was ich am Anfang angekündigt hatte beim Video. Gaia verlässt demnächst mit seiner neuen Lebensgefährtin La Gomera. Ja, ich denke mal, da habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Ja, ich weiß das schon länger, hab's aber noch nicht verraten. Und das ist auch der Grund, warum Gaia auch seit einer Weile angefangen hat zu sparen, weil er das Geld braucht für den Flug. Ja, und für die Fähre und noch ein bisschen ein paar andere Sachen halt, ne? Ja, erst wollten sie zusammen teilweise mit einer größeren Fähre fahren, also Richtung Madeira, um sich auch noch Madeira anzuschauen. Aber jetzt, Gaia hat recherchiert, das wäre extrem teuer, die Fahrt mit dem Schiff. Deswegen wird er das wahrscheinlich lassen. Ja, und warum er mit seiner neuen Lebensgefährtin zurück nach Deutschland fliegt, hat folgenden Grund. Sie ist ja schwanger, mittlerweile Anfang 5. Monat. Und würde zwar schon auch gerne das Kind hier auf La Gomera gebären, aber das habe ich euch auch schon in einem Video gesagt, es hat hier nicht so viele Hebammen. Es ist einfach ein bisschen schwierig hier. Und ja, deswegen wird sie das mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Baby dann in Deutschland gebären. Und Gaia möchte halt auch gerne dabei sein, jetzt noch während der Schwangerschaft, ne, wenn der Bauch immer mehr wächst, dass er das auch mitbekommt und ihr so ein bisschen zur Seite steht, wie man das halt so macht. Ne. Und sie kommt höchstwahrscheinlich Ende Juni hierhin, um ihn zu besuchen, bleibt dann 3-4 Wochen hier. Und dann würde sie nämlich wieder zurückfliegen, weil, ja, wenn man schwanger ist, kann man ja zum Ende hin dann, also ich weiß, ich kenne mich da jetzt nicht mehr genau aus, ist schon lange her bei mir, ne? Ab einer gewissen Zeit darf man ja dann nicht mehr fliegen, ja. Und dann würde er ja dann gar nichts mehr mitbekommen, wenn er hier bleiben würde, ja. Und deswegen fliegt er mit. Genau. Und sie wohnt in Baden-Württemberg, ja. Und da geht... kommt er dann mit zu ihr. Ja. Das war's, glaube ich, was ich euch sagen wollte. Und ich war heute auch schon fleißig. Also
ich nehme jedes Mal, wenn ich hier nach Laomeda komme und vor allem halt zu Gaia, nehme ich Nähzeug mit. Habe ich diesmal auch wieder gemacht. Aber diesmal habe ich ein bisschen weniger Garn mitgenommen. Das heißt, ich habe nicht alle Farben, aber egal. Weil ich kenne Gaia, der hatte immer in seinen Kleidungsstücken entweder Riesenlöcher drin oder Riesenrisse. Ich weiß nicht, was der junge Mann immer so macht. Bleibt immer irgendwo hängen oder was weiß ich nicht noch. Und dieses Hemd hier, das finde ich so schön. Ja, das steht ihm total gut. Und da war hier hinten auch ein großes Loch drin. Und das hier. Ja, und das habe ich ihm heute Morgen genäht. Hat er sich auch sehr gefreut. Es ist auch frisch gewaschen. So kann er das jetzt wieder anziehen. Und eine kurze Hose habe ich ihm auch genäht. Die wollte ich euch eigentlich auch zeigen. Aber die hat er jetzt eben angezogen, weil die so bequem ist. Ja, und hat sich auch sehr gefreut, dass die jetzt wieder heile ist. Jetzt habe ich noch eine Hose von ihm, die ich auch noch nähen möchte. Die hat noch einen riesen Querriss. Ja, kriegen wir auch noch hin. Nö? Ja, so sieht's aus, Leute. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Wenn euch der Plaudervlog gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ach ja, und das Q&A-Video, das drehe ich noch demnächst. Höchstwahrscheinlich, wenn ich dann in Santiago bin. Ja, kommt auf jeden Fall noch. Vale? Dann hoffe ich, es geht euch allen gut. Mir geht's gut, ich kann mich soweit nicht beklagen. Sende euch ganz liebe Grüße aus Valle Hermoso und sag mal, bis dann. Ciao.